Herzlich willkommen zum Schneckensprint, dem Aradschnecken-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Schneckensprint. Heute wieder mit mir, Elisabeth. Mit Steffi. Und mit Nadine. Heute wollen wir über ein etwas schwierigeres Thema sprechen. Einmal über die Populationskontrolle, also das Kontrollieren und Eindämmen des Nachwuchses und auch über Euthanasie, also das Töten von schwachen und kranken Tieren. Ist ja ein sehr schwieriges, sensibles Thema. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man sehr offen damit umgeht. Ja. Ist auch wichtig, wenn man sich über so ein Haustier informiert, denke ich, sich leider auch darüber Gedanken zu machen. Denn es ist ja nicht wie bei anderen Tieren oft, dass man Ärzte in der Nähe hat, die sich auskennen und die das im Zweifel für einen übernehmen. Jetzt zum Beispiel Euthanasie, also Einschläfern bei Säugetieren. Da muss man dann halt selber schauen, wie man das machen wird und ob man das kann. Genau, zum einen und zum zweiten, wenn man beispielsweise Lissaratina fulica hat, kann man ja nicht mit dem ganzen Gelege regelmäßig zum Tierarzt spazieren. Also das... Ja, wir können leider nicht kastrieren. Vor. Das ist nämlich der andere Punkt. Wir können leider nicht kastrieren. Wir können es nicht verhindern, dass sie sich vermehren oder dass sie Eier legen. Wir müssen damit umgehen, irgendwie. Genau. Genau. Und Einzelhaltung... Es wurde auch schon erzählt, dass Schnecken in Einzelhaltung trotzdem Eier legen, also es dementsprechend da auch nicht vorzubeugen. Und da Schnecken ja nun mal Zwitter sind, können wir es halt, wie gesagt, nicht verhindern. Und hinzu kommt ja noch, dass die oft das Sperma ja auch über Monate speichern. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich ein Tier kaufe und alleine halte, weiß ich ja nicht, ob das eventuell beim Vorbesitzer, also weiß ich oft nicht, ob das beim Vorbesitzer vielleicht schon befruchtet wurde und ich nachher doch Eier habe. So richtig drumherum kommt man, glaube ich, selten. Genau. Genau. Also sollte jedem klar sein, besonders bei Lissaratina fulica, dass man Eier automatisch irgendwie einfrieren. Ne? In irgendeiner Form abtöten muss oder eben auch Schlüpflinge. Und selbst wenn man Arten hat, wie zum Beispiel du, Elisabeth, da muss man das ja auch teilweise machen, die nicht so viele Eier legen. Ja, es kommt ja immer wieder mal vor, dass halt auch Schnecken nicht so gut wachsen oder auf einmal sind es dann doch mal zu viele. Weil, also wie bei den Aratina tincta 60 habe ich dann gerade noch irgendwo untergekriegt, aber es wären eigentlich 100 gewesen. Also 40 mussten dann auch schon mal weg. Ja, genau. Und weil wir auch immer wieder empfehlen, sie zu selektieren, ne? Das heißt, die Schnecken werden ja auch eigentlich immer älter, man sucht sich die stärksten mehr oder weniger raus, sind das ja auch schon Tiere, die auch nicht mehr so jung sind, die dann man dann töten muss. Ne? Mm. Und was mir gerade einfällt, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, was einheimische Tiere angeht. Die sind zwar einheimisch, aber es ist trotzdem nicht erlaubt, im Terrarium geschlüpfte Tiere nach draußen zu setzen. Ja, und das mit gutem Grund. Genau, das darf man wirklich nicht vergessen. Also das ist nicht erlaubt. Ja, das ist, ist es erstmal verboten, was generell einen schon abhalten sollte, aber ich meine, man kann Verbote sinnvoll finden oder nicht, aber ich finde dieses Verbot absolut sinnvoll, weil man einfach da Tiere aussetzt, die nicht der natürlichen Selektion unterlegen sind. Man hat da vielleicht Tiere unbewusst durchgeschleppt, die draußen schon längst gestorben wären, die sich dann weiter vermehren und verändert da einfach draußen eine Population und man kann nicht abschätzen, was das vielleicht für Auswirkungen hat. Und man setzt sie vielleicht an einem Ort aus, wo es diese Schnecken vielleicht gar nicht gibt. Ne? Ich meine, man sagt, okay, Weinbergschnecken, Helix pomatia, kommt in Deutschland vor, aber es gibt eben Regionen, wo sie vorkommen und wo sie eben nicht vorkommen. Ja, und wenn ich mir eine Region aussuche, wo sie nicht vorkommen, dann ist es trotzdem Faunaverfälschung.
Ja, es kann ja, wie gesagt, das kann ja schon echt Nachbarsgarten sein, wo irgendwas nicht passt und nicht stimmt. Und bei mir kommen sie vor und nebenan nicht. Jetzt, ich sag, also bei uns ist es tatsächlich so, im Garten habe ich noch nie eine gesehen. Also ich bin hier geboren in dem Haus, wo ich wohne. Also ich habe in 30 Jahren keine im Garten gesehen. Ich gehe drei Feldwege weiter, da sind jede Menge. Ja. Vielleicht können wir mal kurz darüber reden, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt. Ne? Vielleicht fangen wir erstmal an bei Populationskontrolle, also quasi das Abtöten von Eiern oder von gerade frisch geschlüpften Tieren, also diese ja, Upsgelege nennen wir die immer. Ne? Das sind Gelege, die ja, man übersehen hat. Und ich kann es nur nochmal sagen, es wird früher oder später passieren, dass ihr Gelege überseht. Das ist ganz normal. Ganz vorne mit dabei ist immer das Einfrieren. Wir sagen immer ganz liebevoll Frosten. Manche schicken ihre Schnecken auch nach Sibirien, die sind Genau. noch, die formulieren noch Ja. vorsichtiger. Ja. Ja. Wie macht ihr es denn? Also, ich froste. Ich auch. Ich auch, ja. Also es kann mal vorkommen, wenn ich ein einzelnes Ei irgendwo finde, dass ich das dann auch gerade mal einfach zwischen zwei Fingern zerquetsche. Aber ja, ich habe dann auch immer schon so ein bisschen Angst, dass da doch schon ein Schneckchen drin ist und das weiß ich nicht. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, ein Ei zerdrückt. Also ich weiß, es ist sinnvoll und es ist auch nicht schlimm, aber ich persönlich irgendwie dieses Knack und das kann ich nicht. Das ist Ja, so mit so einem mein. Einzelnen schon, aber das dann ist Ja. es auch, also mehr auch nicht. Ist ja an sich eine gute Methode, wenn man Eier hat, die man leicht zerdrücken kann. Und ich weiß nicht, gut, bei manchen Gelegen müsste man das dann 400 Mal machen. Oder man haut mit was Ja, Größerem drauf, ein aber Stein oder so, ne? ja. Also man muss dazu sagen, es gibt leider sehr, sehr wenig wissenschaftliche Berichte darüber, über das Schmerzempfinden von Schnecken. Man ist sich einig, dass man sich nicht einig ist. Es wird immer wieder gesagt, wahrscheinlich können sie keinen Schmerz empfinden, wahrscheinlich. Also, dass es da jetzt nicht so viele Erkenntnisse gibt, liegt natürlich zum einen daran, weil das Interesse einfach nicht besteht, ne? Wer soll das bezahlen, ne? Und zum Zweiten ist es aber auch schwierig, eine geeignete Messmethode zu finden. Ne, dass man erstmal entscheiden muss, ja, wie messen wir das denn jetzt über das, ob die Schmerz empfinden oder nicht. Na, man kann natürlich hingehen und diskutieren und sagen, das ganze System ist sehr primitiv. Na, sie haben ja kein richtiges Gehirn, sondern sie haben halt so einen Nervenknoten. Oder auch mehrere Nervenknoten, einen großen, ne, den man als Zerebralganglion bezeichnet, ist da überhaupt ein Bereich, der dafür da ist, Schmerz zu empfinden? Ganz schwierig und letztendlich ist es dann erstmal eine ethische Diskussion. Ja, und wo man auch noch mal unterscheiden muss, finde ich, also mir macht das zumindest auch etwas leichter, selbst wenn sie jetzt Schmerz fühlen, die sind sich darüber aber nicht bewusst, dass sie Schmerz haben. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wie ich das meine. Doch, doch. Ja, das wieder durch die Einfachheit. Ne? Sie reflektieren das nicht. Sie fragen sich nicht, hoch, wie soll es jetzt weitergehen? Ich Genau, übertreibe jetzt ja. mal. Sie kriegen keine Depressionen oder sie, ja, Oder, oh Gott, wahrscheinlich. das tut so weh, ich sterbe gleich oder so, sowas Ja, also ich habe mir im Vorfeld passiert da da auch eben Gedanken nicht. drüber gemacht. Also Schmerz ist ja eigentlich ein sehr primitiver Reiz. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, Schmerz, sagen wir mal, mit dem Gefühl Angst oder so verbindet, also so Angst zum Beispiel, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sowas wie Angst nicht empfinden können. Aber bei Schmerz, gut, eigentlich kann man natürlich sagen, Schmerz ist für das Überleben schon sinnvoll irgendwie. Ne? Und die Achatiniden, die gehören ja zu den größten Landschnecken, gelten auch eben als die Schnecken, die das größte Erinnerungsvermögen haben. Ne? Also bis zu 4 Monate. Ja, finde ich immer noch heftig. Ja, ich weiß noch, als ich das damals gelesen habe, Ja. da habe ich noch gedacht, boah, die können sich noch an ihren Versand erinnern. Das muss ja total traumatisch gewesen. Aber sie bewerten es wahrscheinlich nicht in dem Genau, Sinne. nee, Sie haben genau. gemerkt, okay, ich hatte Futter, ich bin nicht gestorben, alles gut. Also so Genau. wahrscheinlich.
Ja, also sie können sich ja auch beispielsweise daran erinnern, wo sie Futter finden. Oder wir hätten ja auch in einer anderen Folge ja schon mal darüber geredet, dass sie zu bestimmten Plätzen immer wieder zurückkehren und so weiter. Das ist ja auch eine Form von Erinnerungsvermögen. Ja. Mhm. Es ist so schwer vorstellbar aus menschlicher Perspektive, finde ich, wie es ist, wenn, also jetzt mal angenommen, man empfindet Schmerz, aber hat die Emotion dazu nicht. Mhm. Weil wenn wir Schmerz empfinden, dann haben wir vielleicht Angst oder wir ärgern uns oder wir, weiß ich nicht, es gibt ja so viel, was man damit verbinden kann. Wir machen uns Sorgen, ob wir dann nächste Woche wieder gesund sind oder solche Sachen. Das fällt ja alles weg. Genau. Also sowieso wahrscheinlich diese Vorstellung von Zukunft oder so. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Ich wollte gerade sagen, das können ja oft Kleinkinder noch nicht abschätzen. Mhm. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine Schnecke dann da erst recht nicht hinkommt. Ja. So. Also wir waren beim Einfrieren. Also ja, genau. Ich friere ein, weil ich zum einen finde, dass das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich finde, es ist die komfortabelste Methode. Und weil ich auch, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen bescheuert, aber wir sagen immer, wir wählen die humanste Methode. Und human heißt ja menschlich. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt hier, ich habe hier eine Liste gerade vor mir, wenn ich das alles so durchgehe, wir reden da gleich noch drüber, dann würde ich mir von allen Todesarten, die ich jetzt hier sehe, das Einfrieren aussuchen. Ne, also das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode. Was würde ich mir aussuchen, in Anführungsstrichen? Also ich hätte das, glaube ich, irgendwo schon mal erzählt, dass ich früher immer mit Fahrrad zur Schule gefahren bin und meine Finger dann immer so eingefroren waren, dass wir uns da Nadeln reingesteckt haben, als wir angekommen sind, aus Spaß, weil wir unsere Finger nicht mehr gespürt haben. Und wenn ich mir so das Sterben vorstelle, dass man einfach nichts mehr spürt, dann empfinde ich das als die humanste Methode. Sowohl jetzt bei Eiern, Schlüpflingen, als auch bei kranken Tieren. Wobei, ich glaube, ich würde eine andere Methode für mich wählen. Ja. Jetzt, wo du das sagst, ich habe da noch nie so genau drüber nachgedacht. Aber dieses, wo du sagst, mit dem Stein draufhauen, das klingt unheimlich brutal. Aber wenn man es richtig macht, ist es ja, man ist noch quicklebendig, zack, ist man komplett tot. So habe ich, also so für mich selber. Ja, wenn man es richtig macht, ja. Wenn man es richtig macht. Da ist natürlich das Problem, wenn du natürlich daneben haust und, ne, ich will jetzt nicht zu weit, wir wollen es nicht übertreiben, aber so kann ich, also das ist dann so eine Sache von Zehntelsekunden, ja, denke ich mir nicht. So. Ja, ich weiß nicht, aber mir da nicht ist so ganz Frage. Sicher. Aber man muss ja auch was wählen, was man machen kann. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ach, das erscheint mir das Sinnvollste, aber ich bringe das nicht übers Herz. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite. Also das würde mir als Mensch am schwersten fallen, die zu zerquetschen. Ja. Ja. Ja, man muss es machen, ne? Man muss es machen. Man muss es machen können, immer wieder gesagt, dass es eine sehr grauenvolle Methode sei. Das ist, man muss sagen, das sind, ich weiß nicht, ob man das als Gerücht bezeichnen kann, weil wir können es ja nicht widerlegen, aber das sind Hypothesen. Also Hypothesen sind unbestätigte Aussagen. Und wenn ich da an meine Finger denke, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich habe auch schon einige Bücher gelesen, wo Leute so kurz vorm Erfrierungstod waren, durch irgendwie Flugzeugabstürze in Bergen. Diese dann, also den zwar den Absturz überlebt, aber waren dann eben da in der Kälte oder auch Bergsteiger oder so. Und die haben alle eben berichtet, dass das ein angenehmes Gefühl war. Ich glaube, da ist das Auftauen dann schmerzhafter, ne? Ich habe das mal irgendwie gelesen, dass wenn es dann wieder zurückgeht und dann das Gewebe quasi wieder in den, ja, sich versucht, wieder in den Ursprungszustand heilen, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist dann, glaube ich, schmerzhafter. Aber gut, das erleben sie ja nicht. Ne? Ja. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was diese Hypothese überhaupt besagt. Und zwar streut sich diese Hypothese quer durchs Internet, dass beim Einfrieren sich in der Schnecke Eiskristalle bilden und diese Eiskristalle so scharf seien, dass die Schnecke sehr starken Schmerz empfindet und dass dadurch ein sehr grauenhafter Tod ist. Mm.
erstmal wissen wir nicht, ob die überhaupt Schmerzen empfinden. Das ist schon das Erste. Und das Zweite ist, wenn Schnecken nur annähernd so empfinden wie Menschen, dann kann ich das nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Ich habe mal eine Zeit lang, ich habe dieses, ich nenne es immer böse Gerücht, weil ich es einfach irgendwie nicht glauben will. Aber ja, du hast recht, Hypothese passt besser. Ich habe da mal eine Zeit lang immer wieder gefragt, wie kommst du da drauf? Und es hat mir niemand irgendwie erklären können. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Irgendjemand hat es in die Welt gesetzt. Es haben viele übernommen, aber niemand weiß so richtig, worauf das basieren soll, wo das wirklich herkommt. Oder kann mir irgendetwas wissenschaftlich Belegtes sagen, was Hinweise darauf gibt, dass das so sein könnte. Also das ist seit Jahren unterwegs, aber es scheint keiner mehr zu wissen, wo es herkommt. Also falls das irgendjemand weiß, bitte schreiben, das interessiert uns. Weil wenn das wirklich so sein sollte, dann, wir sind ja natürlich immer im Fortschritt und wollen uns da immer weiterentwickeln und dass wir da vielleicht doch mal umdenken müssen. Ja, ne? Ja, das wäre total klasse, wenn man was rausfinden würde, auf jeden Fall. Also ob es jetzt in die Richtung geht, kann nicht sein, weil, oder könnte doch sein, weil, ist ja egal, es bringt uns ja alles weiter. Genau. Aber dieses, ich habe gehört das und der hat erzählt das und so weiter, ist halt immer ein bisschen schwierig. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal gelesen habe und seitdem verbreitet sich das dann halt so, ne? Und also ich habe das Gefühl, das ist schon länger unterwegs, als ich aktiv im Internet in der Schneckenwelt unterwegs bin. Das gab es schon, also es gibt es schon seit Jahren. Ja, ich denke, das kommt einfach auch durch den heimischen Tiefkühlschrank oder die Tiefkühltruhe. Da sieht man das ja schon mal mit Eiskristallen oder ich weiß irgendwann gab es auch mal so einen Film, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob das irgendwie Sendung mit der Maus oder irgendwie sowas in der Richtung, da wurde von verschiedenen Sachen gezeigt, die man eingefroren hat, wie sich da eben langsam diese Kristalle bilden. Da ging es aber jetzt um Erdbeeren oder sonst irgendwas. Und dass diese, also gerade bei Erdbeeren auch, dass die eben so matschig sind, wenn man die einfriert und dann wieder auftaut, das kommt eben wirklich auch durch diese Eiskristalle. Aber jetzt... Okay. Deshalb mag ich kein eingefrorenes Fleisch. Weil das ist ja auch matschig, wenn man es auftaut. Aber passiert das nicht erst nach Stunden? Also das frage ich jetzt, ich weiß es nicht. Ja, also ich denke auch, jetzt irgendwas, was wirklich lebt, was man einfriert, sollte eigentlich bis dahin schon längst tot sein. Ja, das meine ich, genau. Und wenn man was schnell einfriert, also schockfrostet, und da gibt es ja mittlerweile auch Gefrierschränke, die das auch schon können, dann passiert das eben gar nicht. Ach krass, gibt es? Das ist dann mehr so wie gefriergetrocknet. Ach krass. Ja, es gibt ja auch die Vertreter, sage ich mal, der Meinung, dass man es lieber langsam macht. Also die erst die Tiere noch in den Kühlschrank stellen, damit sie inaktiv werden und sie dann frosten. Ja, das wollte ich auch fragen. Macht ihr das? Nee. Ich nicht. Ich mache das auch nicht. Ich gebe da auch keine Erde dazu oder so, weil ich denke, das verzögert das alles. Ja, genau, das Gefühl habe ich auch immer. Ich gebe durchaus, was heißt, ich gebe Erde mit rein. Ich nehme halt das Gelege raus und dann ist da ein bisschen Erde dabei, weil ich zu faul bin, das jetzt so 100% auszusuchen. Ja, ich meine jetzt keine eher Schippe bei Schnecken. Sieht das oder also, so. Ja. Nein, so genau jetzt auch nicht. Aber ich nehme jetzt nicht extra noch eine Erdschicht und bette die ein oder mache es ihnen schön, wenn die jetzt schon geschlüpft sind vor allen Dingen. Ich denke, bei Eiern ist das jetzt auch wirklich egal. Die sehen es, also die kriegen es ja nun nicht mit, ob sie auf Erde liegen oder nicht. Aber auch bei den Schnecken, da mache ich jetzt nicht noch eine Erdschicht rein und lege den Laub rein und mache sie schön. Weil ich glaube, bei Schlüpflingen, das geht so unglaublich schnell. Ja. Ich habe schon mal gesagt, also ich habe das noch nie gehabt, wenn ich Schlüpflinge einfriere, dass die sich überhaupt noch fortbewegt haben. Nee, hatte ich auch nicht. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Die ziehen sich ein und genauso finde ich die dann auch wieder vor, wenn ich die dann später raushole. Ja, also es ist natürlich in dem Sinne auch eine sehr komfortable Methode, weil man sagt, aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Ne? Ja. 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 Das stimmt. Also beim ersten Mal
war es ganz schlimm. Da war also so, ne, die Tür zu und da habe ich die ganze Zeit daran gedacht, wie sie da im Gefrierfach sind. Aber mittlerweile ist es wirklich so rein da und ja, erledigt. Klingt immer so hart. Wie macht ihr das mit erwachsenen Tieren? Eigentlich genauso, wobei da bin ich manchmal auch echt, also das passiert jetzt zum Glück ja nicht oft, aber ich habe mal eine Schnecke gefrostet, die jetzt nicht super weit zurückgezogen war oder so, sondern einfach, weil die ein komplett zertrümmertes Häuschen hatte und auch definitiv die Organe verletzt waren, würde ich jetzt mal einfach behaupten, also wirklich sehr kaputt war und die hat sich halt noch bewegt und das fand ich dann im Nachhinein, wo ich sie dann rausgeholt habe, schon irgendwie. Aber ist die Frage, hat sie sich wirklich bewegt? Oder ist ja, also dadurch, dass die Flüssigkeit... Ach so, okay, nein, weil dadurch, dass die Flüssigkeit ja einfriert, dehnt die sich ja auch aus. Nee, die ist schon wirklich komplett, also den Boden entlang, die Wand hoch und oben an den Deckel. Okay, das ist natürlich schon echt... Aber die war dann auch schon relativ groß, oder? Es war eine Cornu aspersum, eine Adulte. Ach so. Ja, also doch gar nicht so. Ja gut, die das sind ja gut, auch... Gut, aber die können mehr Kälte ab, genau, wahrscheinlich. Genau, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Stimmt, hast du recht. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Ja. Ich hatte das mal mit Zachrisia guanensis. Die sind ja auch etwa die Größe, so. Mhm, und ja. Die ziehen sich ja überhaupt nicht ein, die dummen Nüsse, muss ich mal so sagen. Und aber die lag dann noch genau so in der Box, wie ich die da reingelegt hatte. Also in derselben Körperhaltung. Also das muss auch dann relativ schnell gegangen sein, dass die zumindest bewegungsunfähig war. Ja, aber stimmt, gut, dass wir das sagen. Das stimmt. Cornus, die können natürlich auch 0 Grad aushalten und so, ne? Aber das ist ja interessant, dass wir darüber reden. Also ich denke, dass die tropischen schon, die werden auf jeden Fall schneller körperlich inaktiv, also den Stoffwechsel runterfahren, ne, und dann halt sterben. Und die Einheimischen, vielleicht brauchen die es noch kälter. Ja, wie kalt ist so eine Gefriertruhe eigentlich ungefähr? Wisst ihr das gerade? Unsere minus 19. Okay. Also wir haben auch verarbeitet, ist ja so der Standard minus 25. Okay, ich nehme sie jetzt nicht mit auf Verarbeiten. Nein, aber nur so ungefähr. Ich habe es nämlich jetzt nicht im Kopf. Kühlschränke haben 7 Grad, glaube ich, ungefähr im Durchschnitt. Ja. Kommt drauf an, ob du oben oder unten jetzt nicht. Ja. Ganz grob gesagt. Also ich glaube, hier auf so Tiefkühlsachen steht bei mindestens minus 17 Grad oder so. Also, oder minus 18. Minus 18 im Schnitt, genau, minus 18. Aber das heißt, man müsste die eigentlich noch schneller runterkühlen dann. Flüssigstickstoff. Ja, das ist halt ein Unterschied, ob ich bei 0 Grad eigentlich noch aktiv bin als Schnecke oder ob ich mindestens 25 Grad brauche, um aktiv zu sein. Ja, das stimmt. Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber ja. Also Fulikas stellen ihre Aktivität schon ab 16 Grad ein. Ja. Also nicht komplett, aber so gut wie. Ja. Also da bewegen die sich eigentlich schon nicht mehr. Also für die ganzen tropischen Arten. Aber das ist interessant. Vielleicht müsste man da dann auch unterschiedliche Empfehlungen rausgeben. Mhm. Ja. Gut, dass wir drüber reden. Ja, und genau, ja, ist dann die Frage, was ist die Alternative? Es gibt noch Leute, die kochen. Genau, das habe ich auch noch auf meiner Liste, und zwar kochen. Habe ich einmal gemacht. Boah, Leute, also überlegt euch das. Also bei Eiern ist es egal. Das geht gut, bei Schlüpflingen auch. Aber wenn ihr kranke Tiere habt, die vielleicht schon so ein bisschen riechen, dann überlegt euch das gut, ob ihr das machen wollt. Ihr könnt den Topf für nichts anderes mehr benutzen. Oder ihr wollt den nicht mehr. Ja, ich habe auch einen Schneckentopf mittlerweile. Ja, also es stinkt. Lache, aber ja, krass. Es stinkt. Ich habe das noch nie gemacht. Noch nie. Keine Ahnung. Bei mir war die Schnecke aber auch schon tot. Ich wollte nur nicht warten, bis das Haus leer gefressen war. Ich wollte das eben schneller und dachte dann, ich koch's mal aus. Beziehungsweise habe ich meinen Mann es auskochen lassen. Musstest du die rausziehen oder ist die rausgefallen? Ich musste die rausziehen. Okay. Oh Gott. Also, boah, wenn ich die noch rausziehen müsste,
Oh Gott. Ich musste die auch rausziehen. Ich glaube, es geht aber einfacher, wenn die vorher eingefroren war und dann kocht man die und dann geht das jedenfalls relativ leicht. Also ich habe mal ganz, ganz früher habe ich mal den Fehler gemacht, dass ich, da ist mir meine erste Lissaratina Fulica Vollalbino gestorben. Das war noch vor meiner Bachelorarbeit. Und da habe ich gesagt, ich möchte die gerne, wenn die jetzt tot ist, möchte ich die präparieren, also sezieren. Mhm, und dann, die ist gestorben, ich habe sie eingefroren und wieder aufgetaut. Das war ganz grauenhaft. Das war wirklich ganz grauenhaft. Das hat so gestunken. Und ich war damals Ersti und ich wusste auch nicht, dass das Gewebe dann halt total kaputt ist. Also kannst da eh nichts mehr mitmachen. Ich weiß noch, ich saß auf dem Balkon und hatte mir Vic Medi-Night unter die Nase geschmiert. Naja. Ja, für jeden, der es nicht kennt, also tote Schnecken, ich finde, da ist gammeliger Fisch eigentlich auch nichts gegen. Also wenn die, je nachdem, wie die, wo lange liegt, ist das schon wirklich ekelhaft. Mhm. Ja. Gut, also Kochen von Eiern und Jungtieren würde ich ehrlich gesagt behaupten, geht auch ziemlich schnell. Ja, okay. Ja, ja. Bei adulten Tieren habe ich immer so ein kleines Problem damit zu sagen, das geht schnell, weil da habe ich zum Beispiel das Gefühl, bei erwachsenen Tieren geht das nicht schnell. Okay. Ist so mein Feeling. Ja, das ist ja so der klassische Weg, wenn es um Lebensmittelschnecken geht, sage ich jetzt mal, die zu kochen. Wurde ja auch viel diskutiert, aber ich habe es halt nie gemacht. Nee, eine lebende habe ich auch noch nicht gekocht. Das könnte ich auch, glaube ich, nicht. Also wer es kann, ist vollkommen okay, finde ich nicht schlimm, aber es ist nicht meins. Ja, ich glaube, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass das Wasser wirklich schon richtig kocht, bevor die Schnecke da reinkommt, würde ich jetzt auch sagen. Ja, das auf jeden Fall. Da, ja, ja, ne, nur dass man da auch drauf achtet, dass man es nicht unnötig in die Länge zieht. Ja. Ich finde das immer sehr schwierig, weil letztendlich muss es jeder halt für sich entscheiden, ne? Nur bereitet euch wirklich vor, schmiert euch irgendwas unter die Nase, was gut riecht, macht alle Türen zu, macht alle Fenster auf. Zieht euch vielleicht Handschuhe an. Ja, es ist natürlich in dem Sinne praktisch, weil man die Schnecke dann gleich aus dem Haus lösen kann, wenn man das Haus behalten möchte, ne? Ja. Wobei, ich meine, so lange muss man sie ja nicht einfrieren. Also klar, ich lasse sie immer 2 Tage drin. Ich glaube, das ist aber völlig übertrieben. Ja. Aber irgendwie so fürs Gefühl, sicher ist sicher. Aber wahrscheinlich sind die ja schon relativ schnell dann auch tot. Dann haben wir noch, man kann sie zerdrücken. Mhm. Haben wir gerade schon kurz angesprochen. Also nach dem, was ich gehört habe, machen das relativ viele sogar mit Eiern oder mit Schlüpflingen. Ja, da kann ich mir das auch gut vorstellen. Schwierig wird es halt, wenn man eine große Schnecke hat und auch wenn man das Häuschen behalten will, ne? Ja. Also bei kleinen Schnecken und bei Eiern kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also einfach vielleicht mit einem Stein, mit einem schweren großen Stein, ne? Es gibt ja auch welche, die mörsern das dann und geben das wieder dem Futter bei, ne? Kann man auch machen. Finde ich ein klein bisschen grotesk, aber eigentlich sind es ja gute, da ist ja nichts dran. Ne? Ich mache das tatsächlich, also ich gebe es da nicht den Schnecken, sondern den Asseln, das fühlt sich nicht ganz so bescheuert an. Aber ich mache das auch schon mal, ja. Ja, wieso nicht, ne? Ja, ja. In der Natur läuft es ja auch so. Ja, also bei großen Tieren finde ich es immer ein bisschen schwierig mit dem Zettel. Also da würde ich, glaube ich, nicht mit der Hand oder so, weil das ist dann schon... Nee. Ich glaube, da kommst du in einmal nicht durch. Also das ich ist kann dann nicht schnell. Ja. Also ich kann mal kurz sagen, also ich habe für meine Bachelorarbeit Schnecken präpariert und ich saß zusammen mit meinem Prof und wir haben zu zweit mit dem Hammer auf das Gehäuse gehauen und wir haben es nicht aufgekriegt. Und das Krass. Tier war schon tot, das Tier war schon tot. Es ging nur darum, das aus dem komplett aus dem Gehäuse zu lösen. Und wir haben das nicht aufgekriegt.
Krass. Und ich, also man muss sich das wirklich gut überlegen. Ich wollte ja immer mal den Versuch machen, einfach mal so ein Gehäuse unter einen Autoreifen zu legen. Ja, wollte ich nämlich auch noch sagen. Das wäre vielleicht echt eine Möglichkeit. Ich meine, mal gucken, ob ich eins opfern kann von den, aber ich glaube, also nicht eine Schnecke, sondern von den Gehäusen. Ja, ja, klar. Ja. Ich verstehe schon. Ich glaube, die allermeisten würden es eh nicht machen, weil sie das Häuschen so gerne behalten wollen. Ja. Ne? Aber ja, das mit dem Auto habe ich auch schon überlegt, weil das würde ja auch wieder schnell gehen, wenn das funktioniert. Ja, wenn also, das funktioniert, ne? Ja. Aber ich glaube, mit dem Stein hast du mit einmal drauf und keine Chance. Keine Chance. Selbst mit draufstellen hast du keine Chance. Und dann hast du sie vielleicht verletzt, wenn es blöd läuft. Und, ja. Und das ist dann wieder auf jeden Fall ein langsamer Tod. Ja, das würde ich auch, glaube ich, nicht empfehlen. Ja. Aber von wegen Häuschen aufheben, das finden ja einige auch schon merkwürdig. Echt? Ja. Schneckenhalter oder nicht Schneckenhalter? Auch Schneckenhalter habe ich schon gelesen. Ja, ja. Okay. Ja. Weil man sich von anderen Haustieren ja auch nichts aufheben würde. Na, sag, so. Was du weißt. Aber also ich habe noch Haare von unserem früheren Hund, also so Fellhaare halt einfach. Mhm. Alles. Oder ich kenne auch jemanden, der hat eine Urne auf dem Kamin vom Hund. Also das. Ja, ich glaube, da war jetzt eher so der Vergleich, wobei Knochen, das ja sogar Knochen oder so, ja. Mm, aber das es ist schon was anderes. Ich finde schon, das ist eher sowas wie Haare oder so. Ja. Also funktionell ist es auch natürlich eher was wie Knochen, aber es ist ja, aber. Ja, ich weiß, so vom Gefühl her, vom Erinnerungswert. Wie ist das denn bei Schildkrötenhaltern? Oh, bleibt da dann auch, dass dieser Schulp, der oben, unten ist ja Gewebe, ne? Unten ist ja weich, aber oben, das sind doch Platten. Bei den meisten, ja, soweit ich weiß. Also falls irgendjemand Schildkröten hat und uns zuhört, wie macht ihr das? Wird das mitbeerdigt? Löst ihr das? Bleibt da was über, wenn das Tier sich auflöst nach dem Tod? Das ist eine gute Frage, wobei das irgendwie sich schon wieder ganz anders anfühlt, ne? Ja, also ich will das überhaupt nicht bewerten. Ja, das muss jeder so machen, wie er da glücklich mit wird. Ich würde zum Beispiel keine Urne von meinem Haustier haben wollen. Ich kann das aber absolut nachvollziehen und finde das in Ordnung. Ja. Aber irgendwie fühlt es sich anders an, so eine Schildkröte auseinanderzunehmen, glaube ich. Also rein subjektiv mein Gefühl. Nicht, es hat nichts Wertes oder so, aber irgendwie hat das, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Schnecken also habe ich zumindest auch nicht so ein Problem damit, weil ich habe am Strand schon Muscheln gesammelt. Da waren auch immer mal ein paar Schneckenhäuser dabei oder auch so in der Natur, wenn da ein leeres Schneckenhaus war, das wurde dann mitgenommen. Es waren zwar nicht meine Tiere, aber es ist ja das Gleiche eigentlich. Ja, welches Kind sammelt keine Schneckenhäuser, ne? Oder Muscheln am Strand, stimmt, ist dasselbe. Also ich mag das eigentlich, das Gehäuse zu behalten, aber ich koche das nicht aus, sondern ich lege das dann nach draußen. Also wir haben leider nur einen Balkon, aber dann buddel ich das halt in den Blumentopf ein. Und dann vergesse ich das und irgendwann brauche ich den Blumentopf und dann ist es leer. Ja, ich buddel das auch ein. Am liebsten draußen. Ich habe eine Zeit lang halt in der Innenstadt gewohnt, ohne Balkon und alles. Da habe ich es auch im Terrarium eingegraben. Bei den Asseln oder so. Ja, geht, wenn es halt nicht zu sehr stinkt. Ne? Wie lange brauchen sie, um das leer zu räumen? Also ich hab's entweder in eine Box gelegt, die einfach relativ dicht war, da hat man es nicht so mitbekommen mit dem Stinken, oder ich hab's halt ganz unten vergraben. Da geht's auch. Ich weiß es nicht. Ich habe immer erst nach ein paar Wochen nachgeguckt, weil ich nicht das Risiko eingehen wollte, da noch so eine halbe Schnecke vorzufinden. Also ich weiß nicht, wie schnell es geht, aber ich weiß, zur Sicherheit, wenn man es da 1-2 Monate liegen lässt, ist es auf jeden Fall leer. Also, ja, das ist ja absehbar, ne? Also es liegt da bestimmt auch dran, wie viele Asseln man hat, welche Asseln man hat, was da sonst noch so lebt, wie groß die Schnecke war. Wenn man Angst hat, zur Sicherheit einfach länger eingegraben lassen. So, jetzt kommen wir zu den grotesken Methoden. Oh Gott. Oh ja, ich ahne es. Dekapitieren, ich glaube, das haben wir ziemlich schnell durch. Das heißt, kann man ja nur bei adulten Tieren machen, ergo man köpft das Tier. Ui. Ich glaube, das ist für uns Hobbyhalter kein Thema. Ich denke, obwohl es auch ein schneller Tod ist. Ne? Aber das wäre eher sowas für die Leute, die...
die im Garten die Nacktschnecken mit der Schere einmal durchschneiden. Ja. So. Aber ein krankes Tier ist oft entweder weit zurückgezogen. Ja. Oder, ich meine, wie hält man eine Schnecke so fest, dass sie sich nicht zurückzieht? Und das stelle ich mir auch, geht auch gar schwierig nicht meistens, vor. Und bei Schlüpflingen, glaube ich, braucht man da gar nicht drüber reden, wie man die, das ist einfach auch technisch schwierig. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil wir ja immer über, wir reden ja immer über humane Methoden, was ja eigentlich auch grotesk ist. Ja, ne, das ist. Weil eigentlich ist die, also soll angeblich die Guillotine ein sehr schneller und schmerzfreier Tod sein. Das glaube ich. Also hier Heinrich, der, wie viel der mit den vielen Frauen? Ja. Der hat ja sogar extra für seine Anne Boleyn hier ein, wie heißen die nochmal, Henker aus Frankreich einschiffen lassen, weil die Leute besser köpfen konnten. Und weil die dann schneller tot war. Die Guillotine sollte schon auch scharf sein, denke ich mal. Dann passt das schon. Ja, damals haben sie es noch mit einem Beil gemacht und die Engländer, die mussten wohl zweimal zuhauen. Zweimal, die Franzosen waren da ein bisschen besser. Ich habe auch so Sachen gehört. Deswegen beschäftige ich mich so selten mit Mittelalter, ne? Weil das sind so Sachen, da kann ich dann nicht. Also das geht noch, aber es gibt ja ganz. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an alle Leute, die zum Einschlafen hören. Mal gucken, was da für Träume rauskommen. Ja, okay. Also das haben wir ziemlich schnell abgehandelt. Ja. Dann haben wir noch in Ethanol einlegen. Finde ich sehr interessant. Ich hatte einen Bericht gelesen, Schnecken in Ethanol einlegen. Ist wohl auch ein relativ schneller Tod, ne? Man konserviert das Tier so natürlich, ne? Man muss dazu sagen, das war ein Bericht, der sich hauptsächlich darauf konzentriert hat, das Tier so zu töten, dass es nachher halt noch untersucht werden kann. Wenn ich eine Schnecke einfriere, dann kann ich damit hinterher nichts mehr machen. Also zu dem Thema fällt mir gerade ein, Bierfallen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Aber also hier war das. Also in meiner Kindheit kannte ich halt Leute, die das gemacht haben, die so Behälter im Garten aufgestellt haben mit Bier drin, wo die Schnecken reingegangen sind und nicht mehr rausgekommen sind und gestorben sind. Also das hat dann mit Sicherheit ja auch mit dem Alkohol zu tun. Ja, hat wahrscheinlich auch so eine betäubende Wirkung dann, ne? Also eigentlich ertrinken Schnecken ja nicht, ne? Aber durch den Alkohol, ne, sind sie vielleicht betäubt. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie schnell es dann geht. Ich meine, Ethanol ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer als jetzt Bier vom Gehalt her. Nur es fiel mir jetzt gerade da bei dem Thema ein. Es ist, denke ich, geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Würde, glaube ich, so der Schneckenhalter von nebenan auch nicht machen, ne? Nein. Nee. Ich habe es hier allen verboten. Nee, ich meine auch jetzt so unsere Tiere. Zur Erlösung. Ja, klar. Ja, aber ist vielleicht auch eine Methode, die jetzt nicht, wo man nicht direkt sagen müsste, nee, auf keinen Fall. Oder ich weiß es nicht. Also gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wie lange das dauert? Oder? Nee, also ich hatte, das stand jetzt nicht dabei. Also wenn du hochprozentiges Ethanol nimmst, irgendwie 95% oder so, dann geht das mit Sicherheit ziemlich schnell. Ja. Aber ist natürlich auch wieder die Frage, was passiert dann mit der Schnecke? Wird die betäubt? Im Sinne von, sie kriegt nichts mehr mit. Wenn wir betrunken sind, dann haben wir auch geringeres Schmerzempfinden, ne? Womit wir wieder beim Ethischen eigentlich wären. Ja, wobei ich dann auf der anderen Seite denke, sie in Wasser zu werfen, das ist nämlich auch beim Kochen irgendwie so ein bisschen mein Problem, ist ja auch ein Stressfaktor. Also rein wegen der Flüssigkeit, wo sie drin sind, unbeabsichtigt. Weil sie sich ja bei Hochwasser oder sowas ja auch nach oben retten. Ich weiß es nicht, aber das ist die Frage, wie die das noch mitkriegen dann. Ne? Gut, dass du Wasser ansprichst. Eine Methode habe ich noch auf meiner Liste, nämlich Ertränken. Ich glaube, das dauert viel zu lange. Schwierig. Also, klingt für mich jetzt als die grauenhafteste Methode. Ja.
Weil eigentlich können sie ja relativ gut tauchen, ne? Ja, also ich habe das für meine Bachelorarbeit gemacht. Und zwar habe ich damals mit meinem Prof hin und her diskutiert, weil es ja darum ging, diese Tiere dann am Ende der Untersuchungen, die ich mit ihnen gemacht habe, auch zu präparieren, wie wir die am besten euthanasieren, dass das Gewebe nicht zerstört wird. Ne? Also bei Kochen brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das geht natürlich gar nicht mehr. Ne? Zerdrücken auch nicht, einfrieren geht auch nicht, weil wenn es auftaucht, ist halt alles kaputt, das ganze Gewebe ist kaputt. Ethanol haben wir uns auch dagegen entschieden. Köpfen geht natürlich auch nicht, also ertränken. Das ist, glaube ich, für den Laien eine Methode, die niemand durchführen möchte. Aber es gibt Hypothesen, dass wenn man sie ertränkt in ganz wichtig Sprudelwasser, ganz wichtig. Okay. Also nicht Leitungswasser, sondern kohlensäurehaltiges Wasser. Da geht es nämlich darum, dass sie das CO2 über die Haut aufnehmen und dadurch dann betäubt werden. So. Jetzt ist das aber so, dass die Schnecken ja relativ lange die Luft anhalten können. Ne? Also große Tiere mehrere Stunden. Das heißt, man muss dieses Sprudelwasser direkt ins Atemloch spritzen. Um sie halt möglichst schnell hinüberzubringen. Und ich kann bezeugen, das geht sehr, sehr, sehr schnell. Sehr schnell. Okay. Also innerhalb von Minuten haben sich die Tiere nicht mehr bewegt. Ist natürlich die Frage, waren sie tot oder waren sie nur betäubt? Macht das überhaupt einen Unterschied? Ne? Weil wenn ich sage, ich schmeiße ein großes Tier ins kochende Wasser und das ist auch nicht sofort tot, sondern spürt erstmal für ein paar Sekunden doch noch die Hitze. Macht das überhaupt einen Unterschied zum Ertränken? Dann, ne? Ja. Würde niemand machen, glaube ich, weil es ist schon, man muss sich schon überwinden. Ja, aber das ist ja interessant, dass das so schnell geht, zumindest bis zur Betäubung. Aber das ist ja wieder was, das macht man ja bei anderen Tieren auch, man betäubt sie ja erst. Ja, das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen. Vielleicht bei, ob man mit dem Tier zum Tierarzt gehen kann. Hat das schon mal jemand gemacht und das da einschläfern lassen kann? Also ich habe das nicht gemacht. Ich wohne auf dem Land und ich sag mal so, hier sind Mäuse schon so exotisch für Tierärzte, dass ich da nie nachgefragt habe. Nee, ich habe das nicht gemacht. Ja, also nochmal zurück zum Ertränken. Ich habe das seit meiner Bachelorarbeit auch nicht mehr gemacht. Weil es ist echt eine große Überwindung. Und man muss auch nicht vergessen, meistens, wenn man bei kleinen Tieren geht es nicht, ne, bei Schlüpflingen und so weiter. Bei großen Tieren sind die ja, wenn man sie euthanasiert, meistens ja krank und dann weit zurückgezogen, dann kommt man eh nicht dran. Deswegen, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn es irgendwie so ein extremer Häuschenschaden ist, kommt man auch super schwer ins Atemloch, weil die Stabilität ja dann nicht mehr so, ich sag mal, das Häuschen hält das Atemloch ja so ein Stück auf, sag ich mal. Und wenn die dann, Ganz schwieriges Thema. Also auf jeden Fall. Es gab ja mal jemanden, der gesagt hat, dass er mit seiner Schnecke zum Tierarzt gegangen ist und die da hat einschläfern lassen. Aber weiß noch jemand, was daraus geworden ist? Aber ich frage mich gerade genau, wie hat der Tierarzt das gemacht? Vielleicht mit Gas? Ja. Gut, aber willst du gerne mit Eier, ne? Also da hast du ja wieder das Problem, wenn du alle paar Wochen hunderte Eier hast. Ja, ich glaube, es ist nur ein Unterschied. Ich glaube, viele können vielleicht Eier und Schlüpflinge noch besser töten als ein geliebtes Tier nach 3 Jahren, was eine gewisse Größe hat. Ja, das ist auch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Macht das für euch einen Unterschied, Eierschlüpflinge oder Adulte? Für mich Eier und Schlüpflinge irgendwie nicht, aber Adult ja.
Doch, für mich macht es schon einen Unterschied. Also bei Eiern und Schlüpflingen ist das jetzt nicht so ein großer Unterschied, wobei ich sagen muss, dass es mir schon lieber ist, wenn da einfach die Eischale noch drum ist. Aber je größer die werden, desto schwieriger finde ich das. Vor allen Dingen, wenn man sich dann manchmal bewusst macht, warum man dieses Tier jetzt frostet. Also gerade beim Selektieren, wenn die dann schon so 2-3 Zentimeter haben und du sagst dann, tja, du hast einfach die falsche Farbe. Das ist schon, das ist so mies, das fühlt sich so ekelhaft an irgendwie. Aber es hilft ja nichts. Also. Ja, aber du kannst dir ja vielleicht bewusst machen, in der Natur würde es vielleicht auch ausselektiert werden, weil es durch seine Farbe in der Natur für Fressfeinde eher sichtbar ist. Das ist, ja, das stimmt. Das stimmt, das mit dem Grund ist aber wirklich interessant. Das hatte ich nämlich auch mal, dass ich welche gefrostet habe, einfach weil für diese Farbe die Nachfrage nicht da war und einfach, ja, das ist so eklig, ja, da hast du recht, das ist mir schwerer gefallen als dieses Tier ist schwach und würde vermutlich eh sterben. Ja. Ja, aber es führt ja kein Weg dran vorbei. Also nein, muss, absolut nicht. Gestehen, vielleicht kriege ich jetzt ganz viel Hate, aber für mich macht das keinen Unterschied. Also für mich macht das keinen Unterschied. Vielleicht sehe ich das eher funktional, also weil für mich ist ein Ei ist halt Leben, eine kleine Schnecke ist halt Leben, eine große Schnecke ist halt Leben. Und für mich sind die alle gleich. Da hat keine mehr oder weniger Wert in Anführungsstrichen. Für euch wahrscheinlich ja, verstehe, auch nicht. Nur wir müssen das Maß ansetzen. Ne? Ich finde deine Erklärung auch die allerlogischste. Es ist irgendwie so ein total subjektives, emotionales Ding. Ja, klar. Vom Kopf her absolut, ja. Ist auch normal. Aber das ist ja ein bisschen wieder, wie das eigene Haustier ja irgendwie doch mehr wert ist als irgendein anderes Tier, wo es ja, also so für einen selber emotional, aber dann vom Kopf her weiß man genau, nein, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ja. Also ich finde es aber schwierig, vor allen Dingen, ich finde tatsächlich, mir fällt es noch leichter, kleine Arten zu frosten als große Arten. Das ist auch total bescheuert, aber eine ausgewachsene Weinbergschnecke kann ich besser frosten als eine ausgewachsene Lysacharthina fulica, weil die einfach nochmal dreimal so groß ist unter Umständen. Interessant. Was aber totaler Blödsinn ist eigentlich, weil sie vielleicht gleich alt waren und ich sie gleich lange hatte. Aber es ist irgendwie schwieriger. Das ist ja interessant. Also ja, ich weiß auch nicht. Aber manchmal hat man ja so interessante Feelings, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal das Problem, wenn ich Tiere nachziehe und ich weiß, okay, ich ziehe die jetzt nach und die ziehen irgendwann aus, ich gebe die irgendwann ab, dann ist das okay. Aber wenn ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, doch welche von diesen Nachgezogenen zu behalten und dann sage, jetzt habe ich aber zu viele, jetzt muss eine von den anderen weg. Das geht nicht. Das kenne ich. Also das kann ich nicht. Ja. Ja, ich fühle das doch total. Ich gerade so gerade so eine ähnliche doch Situation. Dann dran. Ja. Dann. Ja, ist wirklich so. Ich gebe nämlich jetzt wahrscheinlich zwei Tiere ab, die ich eigentlich behalten wollte, aber einfach weil ich mich verkleinern will und das einfach gerade aufgrund meiner Lebenssituation nur logisch und sinnvoll ist und ich auch ein gutes Zuhause gefunden habe und alles super ist, aber ich wollte sie eigentlich behalten. Das ist schwieriger, ja. Ja. Kann ich nachfühlen. Ja, total. Aber, es muss, ich finde Gefühle, man kann seine Gefühle da auch zulassen und man kann auch wissen, dass die eigentlich Blödsinn sind. So sind Gefühle. Ich mein, ja, das hat mit Logik überhaupt nichts zu tun. Nein. Wie Steffi ja schon sagt, ob das jetzt ein Ei ist, ein befruchtetes oder ein Schlüpfling oder 2 Zentimeter groß oder 15 Zentimeter groß, das ist eigentlich völlig egal. Aber es fühlt sich eben nicht so an für mich. Und der eine Mensch kann da super mit umgehen und der nächste sitzt da und weint. Das ist völlig okay, beides. Es ist okay, wenn es einem mittlerweile fast egal ist, sage ich mal übertrieben, aber wenn man das ganz pragmatisch sieht und sagt, muss halt so sein. Und es ist auch okay, wenn man da total drunter leidet erstmal. Also ich finde, wenn jemand da wirklich
Ja, aber ich finde, wenn jemand da wirklich, wirklich, wirklich drunter leidet, im Sinne von, dass jemand so sensibel ist und sagt, das beeinflusst mein Leben, dann muss man sich überlegen, ob das das richtige Haustier ist. Bei Schlüpfling und so, ja. Wobei ich dann wieder da den Unterschied machen würde, wenn es halt das Tier ist, was man seit Jahren hat und man da sehr drunter leidet, dann dürfte man wahrscheinlich keine Haustiere haben oder die meisten Menschen. Weil man dann ja oft leidet, nur mal wenn es stirbt. Aber wenn man natürlich bei jedem Gelege so leidet, muss man sich überlegen, will man sich das antun. Ja. Und es ist natürlich auch schwierig zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein geschlüpftes Gelege und man sieht die kleinen niedlichen Fühler und man kann die dann nicht mehr einfrieren, kochen, whatever, sucht es euch aus. Das geht auch nicht. Also das Problem ist ja, man darf nicht vergessen, das geht dann nicht nur die Person was an, sondern das geht die ganze Schneckengemeinde was an, weil das sind dann so viele Tiere, die den Markt überschwemmen und man sagt dann klassisch Platz vor Preis, ne, dass man sagt, ich möchte nichts dafür, ich möchte nur einen guten Platz. Man beeinflusst so den Marktwert der Tiere, vor allem, wenn man es dann so überschwemmt. Anderes Thema wäre natürlich, wenn man sagt, ich friere sie dann doch ein und gebe sie dann als Futtertiere ab. Ne, das ist dann... Ja, ist auch nochmal ein interessantes Thema. Verfüttern ist ja eigentlich auch noch so eine Methode irgendwie. Stimmt, wobei, haben wir auch noch nicht. Da gibt es ja quasi einmal die Methode, sie sind schon tot und ich verfütter sie. Das wäre ja dann eigentlich, ne, sie sind gefrostet, sie sind gekocht, was auch immer. Oder verfütter ich sie lebendig, wobei ich das bei Schnecken, ich meine, vielleicht bin ich falsch, wenn irgendjemand ein Tier hat, was Schnecken nur lebendig frisst, tut es mir leid, aber ich habe das Gefühl, das gibt es ja bei Grillen und so, dass die sich bewegen müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Tier, was Schnecken frisst, dass das groß auf Bewegung reagiert, ich weiß es nicht. Vielleicht eher so auf die Konsistenz, wenn man es eingefroren hat und dann wieder aufgetaut hat. Also ich würde auch jedem empfehlen, also ich lese das zum Beispiel häufiger, dass man das den Hühnern gibt. Bitte friert die ein, weil nachher kriege ich noch eine weg. Und ne, das ist sowieso noch mal ein Thema, was mich brennend interessiert. Also falls uns hier Hühnerhalter zuhören, ich lese das immer, dass die ihre Fulikas, meistens sagen die dann noch, die frieren die vorher ein und tauen die dann wieder auf und geben die ihren Hühnern. Und mich interessiert das Brennen. Können die wirklich fressen? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das mit dem Schnabel, das ist doch eher so für andere Formen gedacht, oder? Funktioniert das? Du meinst so kleine Eier? Nee, so Schlüpflinge meine ich jetzt. Ja, aber die sind ja sehr weich. Also die Häuschen von Schlüpflingen sind ja noch super weich. Ich weiß es nicht. Also ich habe früher meine gefrosteten Schlüpflinge schon mal als Leckerchen den Ratten meiner Schwester gegeben. Sag mal, hast du nicht eine Tante, die Hühner hat oder so? War da nicht irgendwas? Ich habe eine Tante, ja, habe ich. Ja, soll ich das mal testen? Ja, genau, mach mal. Und dann machen wir ein Video. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich bin das mache ich. Ich leihe mir mal einen Huhn. Also, also nicht ausleihen, aber ja, das wäre mal interessant. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das muss ja funktionieren, weil immer wieder Leute schreiben, dass sie das machen. Das funktioniert bestimmt. Also ich kann mir das vorstellen, weil Hühner... Die fressen doch auch Körner und sowas. Die sind aber auch sind rundlich und hart. Die fressen alles möglich. Ja, wir hatten auch mal Hühner ganz früher. Also die fressen alles. Die sind nicht... Also ich würde fast sagen, dass Schnecken intelligenter sind. Das ist jetzt gemein. Ja, ich habe mir auch sagen lassen, die stürzen sich auf alles. Ja. Also, es muss schon wirklich fies sein, wenn sich das Huhn nicht draufstürzt, habe ich mir sagen lassen. Also, meine Tante hatte irgendwie Brot gekauft, was ihr nicht schmeckte. Irgendwie so, also so trockenes, und hat das mal einem Huhn angeboten und das hat es auch gemieden. Und die meint, dann muss das schon wirklich fies sein. Gott. Wobei Brot, glaube ich, kein gutes Futter ist. Ich will hier jetzt keinen Blödsinn erzählen. Ich weiß es nicht. Aber soweit ich informiert bin, nicht. Aber informiert euch da, falls ihr Hühner habt. Ich will hier keinen Blödsinn erzählen. Was gibt's denn bei euch heute zu fressen? Später wird es verschiedene Salate geben, die ich im Angebot gekauft habe. Gibt relativ selten Salat.
Und ich habe noch ein paar Paprika, die weg müssen. Also quasi viererlei Salat und Paprika. Ja. Oh, das klingt ja toll. Bei mir ist heute so richtig schnödes Essen. Gurke. Gurke, ja, es gab einfach Gurke, weil ab und zu, ne? Ja. Wir wissen ja, Schnecken lieben Gurke. Und es ist so schön. Heute kriegen sie Gurke. Also ich hatte eigentlich eine Gurke für mich gekauft und ich habe gestern gesehen, dass sie an einem Ende geschimmelt hat. Und dann habe ich das abgeschnitten und habe den Rest den Schnecken gegeben. Und zusätzlich haben sie heute noch Orangenmark, weil ich mir Orangensaft gepresst habe. Mm. Und das Mark habe ich dann rausgekratzt und das mögen sie sehr gerne. Mm, ja. Dürfen sie auch. Ja. Genau. Ja, bei uns gibt es nur relativ selten Zitrusfrüchte, weil ich mag die nicht und mein Mann auch nicht. Und wenn wir dann mal ein paar Mandarinen haben, die isst dann unsere Tochter. Da bleibt meistens nichts übrig. Von daher. Aber ja, prinzipiell dürfen die das. Ja. Um nochmal zurückzukommen zum Thema Populationskontrolle, vielleicht könnten wir nochmal darüber sprechen, über die Unterschiede bei den Arten. Ne? Beispielsweise Lissaratina fulica haben ja große Gelege bis 800 Eier. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass man den Großteil mindestens, wenn nicht alle, ich will mal sagen einfrieren, aber ich will jetzt nicht auf eine bestimmte Methode hin empfehlen, sondern einfrieren, kochen, zerdrücken muss. Wie ist das denn bei den Marginatas zum Beispiel, die nur eine Handvoll Eier legen? Es wird immer wieder erzählt, es wird immer wieder Einsteigern empfohlen, statt Lissaratina fulica, Acharatina meistens Marginatas zu holen, weil die weniger Eier legen. Mhm. Das kann man natürlich einerseits sagen, die legen erstmal weniger Eier, sie legen größere Eier, ergo sie sind einfacher zu finden. Aber ist natürlich auch die Frage, darf ich dann auch alle schlüpfen lassen? Nee, alle ja auch nicht. Das sind ja trotzdem zu viele, dann über das Jahr gesehen. Und selbst wenn ich schlüpfen lasse, muss ich ja wieder selektieren. Also ich denke, man kommt bei keiner Art drumherum, irgendwie zu kontrollieren. Ja, das ist halt nur, ich glaube, da kommt das selten vor, oder selten, ne, mit den Obstgelegen, weil man einfach mehr Zeit zum Suchen auch hat, weil die, also ich habe das noch nicht mitbekommen, dass da auch Tiere kurz vorm Schlupf erst die Eier legen. Bei nur den einzelne. Also die können das auch, die können die auch zurücklegen, aber es ist eher ungewöhnlich. Also die klassische Art, die das macht, ist Lissaratina fulica. Aber im Prinzip können das alle Achatiniden. Ja, aber es ist, also wie gesagt, man kriegt das bei Fulica ja sehr oft mit, dass das passiert. Und bei anderen eher weniger. Ja, und anderes Thema sind auch noch mal die lebendgebärenden Arten, die sogenannten lebendgebärenden. Ja. Müssen wir mal eine andere Folge drüber machen. Die sogenannten lebendgebärenden Arten, wie zum Beispiel Lissaratina elisa oder Lissaratina zanzibarica. Ich habe ja jetzt gelernt, wie man es richtig sagt. da muss man auf jeden Fall Schlüpflinge einfrieren oder Jungschnecken. Wobei, die haben ja auch wieder den kleinen Vorteil, dass sie nicht ganz so viel legen. Genau, aber es sind trotzdem zu viele, als dass man sie nachziehen könnte. Ja, nein, klar. Auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, weil das ja oft als Vorteil von den Marginata und so gesagt wird, das ist bei zum Beispiel Zanzibarica, also Lissaratina zanzibarica auch so, dass die so um die 40 Schlüpflinge legen, die man trotzdem frosten muss. Aber für manche Leute macht es vielleicht einen Unterschied, wie viele das sind. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Fun Fact am Rande. Wusstet ihr, dass Lissaratina fulica Schlüpflinge im Durchschnitt kleiner und leichter sind als die von Lissaratina elisa und Lissaratina zanzibarica? Weil dadurch, dass sie quasi sogenannt lebendgebärend sind, sind sie durchschnittlich größer und auch schwerer. Ja, ich weiß es, weil ich halt beide hatte, also Fulica und Zanzibarica. Ich habe das gemessen alles. Irgendwann publiziere ich das nochmal. Das liegt seit Jahren, seit fast 10 Jahren liegt das auf meinem alten Laptop.
Und ich warte noch immer auf den richtigen Zeitpunkt, das irgendwo zu publizieren. Ja, eigentlich ist es wirklich interessant. Also ich habe das nie reflektiert. Ich habe das irgendwie so hingenommen. Aber ja, stimmt. Tja. Ja. Ich finde auch das mit der Größe wieder ganz interessant, wenn man zum Beispiel Arten hat wie Subulina octona, ganz, ganz klein, dass man das mit dem Eiersuchen, also es ist, oder Schlüpflinge suchen, oder wie auch immer. Ich meine, ich habe Stecknadelköpfe, die sind wesentlich größer als der Nachwuchs dieser Art. Oder auch bei Bänderschnecken. Die sind so winzig, dass man sich da vielleicht auch drauf einstellen muss, Tiere zu frosten, die schon ein paar Tage oder Wochen leben. Aber die Subulina octonas, die legen auch Eier ab. Das ist die Frage der Fragen, ne? Ja, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass die, ja, vielleicht muss ich das nochmal erklären. Also die sogenannten lebenden, gebärenden Arten haben auch Eier. Aber diese Eier sind im Tier und die Tiere schlüpfen dann noch im Tier. Und so sieht es dann aus, als wäre es lebendgebärend. Und bei den Subulina octonas, da sieht man ja sogar die Eier im Tier. Und dadurch, wenn ich jetzt jemand fragen würde, sind die denn lebendgebärend oder legen die Eier, dann würde jeder sagen, die legen Eier. Die sieht man doch im Gehäuse. Aber hat irgendjemand schon mal Eier gesehen außerhalb des Tiers? Also klein? Ich nicht, aber wie gesagt, aufgrund der Größe habe ich mich auch nie auf die Suche begeben. Ja. Aber ich habe nie welche gesehen. Weil ich hatte irgendwann ganz, ganz früher, als die in Haltung kamen, da hieß es halt, dass die quasi lebendgebärend seien. Also keine Eier ablegen, sondern direkt Jungtiere. Ich könnte es dir echt nicht sagen. Ich habe weder das eine noch das andere beobachten können. Aufgrund der Größe muss man ja wirklich, glaube ich, mit der Lupe dann rangehen. Und das, Eigentlich macht es ja auch keinen Unterschied, weil du die ja wahrscheinlich eh nicht findest. Nee, also niemals findet man die alle. Vielleicht findet man mal zufällig, wenn man gute Augen hat, mal was. Aber also sich darauf zu verlassen, dass die zu finden, nee. Also du bist ja, man ist ja froh, wenn man die Adulten irgendwie gut erkennt. So, bei manchen Arten, die sind ja schon klein. Und da muss man dann halt auch wirklich sich bewusst machen, da ist nichts mit Schlüpflinge frosten. Also da muss man irgendwann gucken, okay, jetzt sind es zu viele, ich sammle welche raus. Ja. Ja. Vielleicht können wir noch mal kurz zurückgehen zu kranken Tieren. Ja. Wann das angezeigt ist, ein krankes Tier zu euthanasieren. Ja, weil man muss ehrlicherweise sagen, unsere Methoden, da irgendwas zu machen, sind begrenzt. Begrenzt, ja. Ja, begrenzt. Ja. Ja, ich finde, genau, es gibt sicher Sachen, da kann man noch was versuchen. Es ist aber natürlich auch ganz schwer, vor allen Dingen am Anfang da den Punkt zu finden, wo ist es noch sinnvoll und wo nicht. Ja. Ich finde es immer noch schwierig. Ich hatte sowohl schon Fälle, so nach dem Motto, tot geglaubte Leben länger, dass die, wo ich echt dachte, da besteht überhaupt keine Hoffnung mehr und die hat sich dann doch wieder berappelt. Und dann hat man das Tier sieht an einem Tag noch normal aus und am nächsten ist es tot. Gut, da braucht man dann auch nichts mehr machen, aber... Aber das erlebe ich auch recht häufig. Also auch wenn man so die Postings so in der Gruppe sieht, dann meistens ist das ja so, wenn zum Beispiel Gehäuseschäden oder so anstehen, wenn das so kleine Schäden sind, dann erholt sich die Schnecke da eigentlich relativ gut von. Aber wenn, ist so mein Eindruck, wenn so eine Schnecke schon über Tage zurückgezogen ist und das ist wirklich so ein weites Zurückziehen, wo wir nicht von Trockenruhe sprechen, wo wir nicht von Schlafen sprechen, also eine normale Schnecke schläft ja relativ weit vorne am Gehäuse. Also eine normale Achatschnecke, ja. Genau, Achatschnecke. Ja, genau. Wir reden jetzt von afrikanischen Schnecken. Ja, ich wollte es nur zur Sicherheit sagen. Nein, ist richtig, absolut richtig. Ja. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber wenn die schon so weit zurückgezogen ist, dass man das Tier nicht mehr sieht oder nur noch so ein bisschen sieht, dann habe ich das Gefühl, dass... Also ich hatte noch nie ein Tier, das so weit zurückgezogen ist, was ich noch retten konnte mit allem, was ich gemacht habe.
Das kann ich auch bestätigen. Und was ich finde, was noch so ein ziemlich sicheres Zeichen ist, ist, wenn die so verdreht im Häuschen. Ja, ja, wenn die verdreht, dann ist sowieso, dann kann man die wirklich irgendwie erlösen. Wenn man da schon das Gefühl hat, die kommen gar nicht mehr richtig nach draußen. Ja. Die sind wie zusammengeklappt in der Mitte und oder so kommen aber nicht weiter so, ne? raus. So dünn und verschrumpelt. Oder wenn sie auch riechen. Weil manchmal, wir sagen ja immer, eine Schnecke stinkt, wenn sie tot ist. Aber manchmal ist das so, da leben die noch und fangen schon an zu stinken. Ja. Und ich glaube, das war's dann. Dann ja. Das aber zu dem weit zurückgezogen würde ich nur noch eine Ausnahme machen. Und zwar, wenn die gerade vom Versand kommen. Ja. Da hatte ich tatsächlich schon Tiere, die hat man auch fast nicht mehr gesehen und die leben heute immer noch. Also, okay. Wie ist das mit einheimischen Arten? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ganz, ganz wichtig bei europäischen Arten, zum Beispiel die Weinbergschneckenarten. Die können sich so weit zurückziehen, dass man sie nicht mehr sieht und das ist völlig in Ordnung. Also das machen die zum Beispiel, wenn es sehr kalt ist, bevor, also sie haben sich dann vielleicht noch nicht gedeckelt, aber schon weit zurückgezogen. Oder es gibt ja auch Arten wie Helix lucurum, die sich gar nicht verdeckeln können. Die ziehen sich aber manchmal so weit zurück, wenn es kalt ist, wenn es trocken ist und kommen wieder raus und es ist alles in Ordnung. Das ist da relativ normal. Die ziehen sich auch zum Schlafen fast immer ein Stück weit zurück. Die können auch bündig zum Häuschen schlafen, aber es ist ganz oft so, dass sie an der Scheibe hängen und ein Stück zurückgezogen sind. Deswegen bei einer Weinbergschnecke bitte nicht frosten, nur weil die zurückgezogen ist. Und Caracolus excellens oder so auch nicht. Okay, bei denen ist das auch relativ normal. Aber ich glaube, allgemein ist so dieser Grad zwischen, ist sie jetzt nur zurückgezogen oder geschwächt, zum Beispiel nach Eiablage kommt das auch mal vor, bei den Achatiniden, dass sie einfach dann geschwächt sind für ein, zwei Tage. Also ist dieser Grad zwischen, das ist jetzt nicht so schlimm und das war's jetzt, ist, glaube ich, sehr, sehr schmal. Also ich würde sagen, wenn die nur ein bisschen zurückgezogen sind, dann kann es harmlos sein und es kann aber sein, dass es schlimmer wird. Da würde ich immer beobachten. Aber meistens ist ja auch das Problem, wenn die Leute das bei uns in der Gruppe posten, uns fehlen ja diese ganzen Eindrücke, ne? Dann haben wir halt ein Foto und wenn, dann würden wir was dazu sagen, wenn wir das Tier in der Hand hätten, weißt du, dann würden wir das sehen, ne? Wir würden das bewegen, wir würden das riechen und dann würden wir vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen, ne? Weil man das vielleicht auch dreht und manchmal kennt ihr das, wenn die quasi im Sterben liegen, noch leben, aber dann trotzdem schon ein bisschen Suppe rauskommt. Ja, wenn die so wässern, Also spätestens dann ist vorbei. Genau, dann bitte erlösen. Weil es ist, glaube ich, der gleiche Punkt, wie wenn sie anfangen zu riechen. Das mit dem Wässern und dem Riechen. Meistens riechen ist so die dann auch schon. Zeitgleich, habe ich das Gefühl. Ja, oder auch wenn die Reflexe schon langsamer werden. So. Also normalerweise, wenn man eine Schnecke berührt, zieht die sich ja dann relativ schnell zurück bewegt sich zumindest irgendwie. Und wenn man die anstupst und da kommt nur so ein verzögertes, leichtes irgendwas, dann ist auch meistens was schon Was ich dann auch immer super wichtig finde, ist zur Sicherheit. Ich sage, also Tiere sterben, das ist normal. Aber zur Sicherheit würde ich immer mal auf Ursachenforschung gehen. Weil es kann auch sein, dass es zu kalt im Becken ist. Vielleicht ist auch einfach das Thermometer kaputt. Ich würde immer, wenn ein Tier schwächelt oder stirbt, das einfach mal überprüfen. Das ist ein Schaden. Ne? Und ihr müsst ja auch nichts sagen, wenn ihr jetzt, wenn ihr merkt, da ist die Temperatur zu niedrig. Ihr seid ja niemand Rechenschaft schuldig. Ne? Dann erhöht die Temperatur einfach fertig. Dann ist das okay. Ja, da ist niemand, aber ich sage, es passiert auch einfach mal. Ist auch immer das Ding, dass ich meine, weißt du, ich erlebe das immer, dass Leute immer einen Grund dafür wissen wollen. Und häufig ist das zum Beispiel auch, da war irgendwas am Futter oder so, ne? Aber manchmal hat doch einfach so ein Tier das Ende seines Lebens erreicht. Ja. Manchmal, man hat sie ja auch oft vielleicht gar nicht von Anfang an. Wir wissen ja gar nicht, was da schon war. Und man weiß auch nicht, wie sind die genetisch ausgestattet. Ist es einfach jetzt
ne, vielleicht geht nicht mehr, vielleicht sind sie doch älter als gedacht, vielleicht, es gibt so viel, man ist es oft nicht selber schuld und man muss sich da, man kann nicht mehr als versuchen, alle Parameter richtig zu haben und, aber manchmal ist es einfach so. Und es gibt auch die Fälle, da stirbt die ganze Population und trotzdem stimmte irgendwie alles und man weiß es einfach nicht. Ja, also das ist sowieso der Punkt, meistens weiß man es nicht. Außer die hatte einen Gehäuseschaden oder so, ist irgendwo draufgefallen, ne? Ja. Aber eigentlich weiß man es nie. Selten. Also oft, ja. Es gibt die Fälle, da ist man sich ziemlich sicher, das kann nur weil gewesen sein. Aber meistens ist es irgendwann einfach, ja. Sie ich werden auch schwächer den Eindruck, und. Ja. Ja, sie werden halt schwächer und irgendwann ist es dann vorbei, ja. Ich habe halt auch den Eindruck, dass die meisten Achatiniden nicht so alt werden, wie das meistens gesagt wird. Also, es wird ja manchmal gesagt, Lysachatina fulica kann 10 Jahre alt werden. Das ist wie Menschen 110 werden können. Das gibt es. Aber ja. Es hängt auch von unterschiedlichen Faktoren ab. Es hängt nicht nur von guter Haltung ab. Also viele denken immer, ach, die Tiere haben doch hier ein gutes Leben, die bekommen doch alles, wieso werden die denn nicht so alt? Davon hängt es nicht ab. Also es hängt von der Schnecke selbst aus ab, von der genetischen Ausstattung. Es hängt auch von Trockenruhephasen ab. Es hängt davon ab, wie oft hat das Tier geeiert. Also das ist super anstrengend für so ein Tier, Fortpflanzung, super anstrengend. Ne? Also man erlebt das sehr, sehr oft, dass Tiere aus Einzelhaltung kommen, wo ich jetzt einfach mal glaube, wenn die sagen, das Tier ist 8 Jahre alt oder so. Und das Tier hat wahrscheinlich nie eine Paarung gehabt. Einzelhaltung finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Also irgendwie muss man dem Leben, dem Tier auch ein bisschen so, ja, artgerechtes Leben geben im Sinne von seine primitiven Instinkte verfolgen. Ja, ne? Wofür lebt so eine Schnecke? Eigentlich, um sich fortzupflanzen. Ja, ja. So, das ist ja eigentlich so der Sinn. Ja, und wir hatten das ja auch schon mal. Also ist ja bei allen Tieren so, ne? Aber die haben ja nur nicht, dass sie sagen, sie haben noch andere Freuden großartig im Leben. Ja. Vielleicht können wir auch noch mal, wo wir gerade dabei sind, sowas wie Trauer. Also wir werden oft gefragt, wenn man die Gelege entfernt, ob das Muttertier dann darunter leidet. Ne? Also ich glaube, Trauer an sich können die nicht empfinden, aber vielleicht sowas, irgendwie sowas so Primitives, ne? Haben wir sowas wie Schmerz und keine Angst, aber dann, ne? Aber man ist sich ziemlich sicher, dass das nicht so ist, weil bei den Achatiniden und auch bei den einheimischen Arten ist es ja so, dass sie die Gelege verbuddeln, also buddeln halt eine Bruthöhle, legen die Tiere ab, das machen auch die sogenannten lebenden Gebärenden und dann verschwinden die. Und gucken nie wieder nach. Genau. So, ja. Genau. Sie wissen also wahrscheinlich nicht mal, ob das Gelege da ist oder nicht. Also sie gucken ja nicht nach, also im Endeffekt macht es ja keinen Unterschied. Also das ist, glaube ich, aus den Augen, aus dem Sinn. So. Ja, also. Ich denke auch. Also es gibt ja einige, die dann sagen, die Schnecke oder die vermutliche Mutterschnecke, die wäre dann öfter an der Stelle. Das konnte ich bei keiner meiner Arten bisher jemals beobachten, dass das so ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass die an der Stelle oft sind, weil sie die Stelle irgendwie so super passend finden, weil sie schön feucht ist und warm und auch genau deswegen da die Eier ablegen. Ja. Und deswegen sich selber auch aber auch vorstellen. Da aufhalten. Ne? Ich meine, so ein Terrarium ist ja nicht groß. Nicht so groß. Genau, genau. Ja, genau. Da ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die nochmal an der Stelle vorbeikommen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ja. Also ich glaube, mindestens dahingehend muss sich niemand emotional belasten. Also da bin ich mir ziemlich dasselbe sicher. Dasselbe aber auch bei adulten Tieren. Dass ich glaube nicht, dass da eine Trauer entsteht unter den anderen Tieren, wenn da jetzt eins fehlt oder solche Sachen. Klar, es gibt immer wieder Halter, die beobachten, dass Schnecke A und B immer in derselben Ecke hängen.
Das glaube ich auch, aber ich denke, das hat primitivere Gründe, als dass das beste Freunde sind. Ja, wie gesagt, man muss halt unterscheiden zwischen primitiven Reizen, ne? So, oh, hier ist es schön und hier habe ich einen Partner und hier ist es warm, und zwischen sowas wie Sehnsucht oder so. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Schnecken sowas wie Sehnsucht oder Trauer oder so empfinden. Das wird immer mal wieder diskutiert, aber ich glaube, dass, wenn es dann wirklich an so starke Emotionen geht, diese Tiere dann doch ein bisschen zu sehr vermenschlicht werden. Ja. Bestimmt. Ja. Vielleicht ist die Ecke auch wieder genau passend von den Parametern für diese beiden Schnecken und deswegen halten sie sich immer da auf. Genau. Oder vielleicht ist es auch einfach, Schnecke A ist einfach die fitteste von allen und alle wollen sich mit ihr paaren. Ja. Ja, es gibt oder so Tiere, vom die scheinen. Alter, ne? Ja, manchmal, wer weiß, sind die. Aber das ist halt dann nur das Paaren, das ist dann keine Liebesbeziehung. So, ja, das muss man sich dann. Können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, über Fortpflanzung? Ja. Kannst du uns was über den Liebesfall erzählen? Ja. Und dass es nicht das Geschlechtsorgan ist. Wird auch. Ja, genau. Naja. Also, ich finde, letztendlich kann man echt sagen: also. Einfrieren, kochen, zerdrücken sind, glaube ich, so die Methoden der Wahl. Alles ist in Ordnung. Ja. Falls wir irgendwas vergessen haben, schreibt uns das bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben eine Sache vergessen. Ja, verfüttern hatten wir ja kurz. Ja gut, aber meistens würde man sie dann vorher einfrieren. Ne? Ja, deswegen, aber man könnte, also ich kann mir vorstellen, bei einem Tier, was du drinnen in einem Terrarium hast, wo die Chance nicht besteht, dass die Schnecke abhaut, könntest du sie ja auch lebendig verfüttern. Die Schlüpflinge. Ja. Aber muss ich glaube, halt, wenn jemand sich dazu entscheidet, die zu verfüttern, wiegt dann doch der Gedanke, ja, dann hat der Tod wenigstens einen Sinn. Mehr als, ist das jetzt ein guter Tod? Ja, genau. Ja, das stimmt. Also wir sind ja sowieso sehr offen damit, ne? Also ihr könnt das ruhig sagen, wenn ihr eure Tiere verfüttert. Wir finden absolut. Das gut. Genau, wir finden das gut. Auch wenn ihr zu Schnecken gekommen seid, weil ihr den Nachwuchs zum Futter braucht. Ich finde das völlig okay. Ist doch super, wenn man sich das Futter selber nachzieht. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich die Schnecken als Futtertiere geholt haben. Und die Tiere, wofür sie die dann verfüttert haben, die waren dann irgendwann weg und die Schnecken sind geblieben als Haustiere. Ja, ist ja mit dem Bodenpersonal ähnlich. Erst so, okay, wenn es sein muss, hole ich mir Asseln und am Ende hat man 20 Asseln. Ja, das passiert ja alles. Voll den Hype, ne? Ja, Asselhaltung. Asseln sind toll. Ja, da müssen wir auch mal drüber reden, über Asseln. Ja. Also, wie gesagt, keine Methode ist besser als die andere. Genau. Es ist auch immer ein bisschen schwierig, jemand anders von seiner Methode zu überzeugen, weil ich sage immer, wähl die Methode, die du am besten mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Weil wir wissen ja eigentlich letztendlich nichts darüber. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, ja, aber kochen ist viel besser und du kochst, die hast aber ein schlechtes Gefühl dabei, dann ist das auch irgendwie nicht in Ordnung. Also, richtig, solange nichts bewiesen ist, ist auch nichts besser. Genau. Hauptsache, es wird gemacht. Genau. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn Leute ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, weil sie es machen, egal wie. Mhm. Ja. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Das geht gar nicht. Also man sollte sich mal überlegen, was passieren würde, wenn jetzt jeder Halter von Lissacatina Fulica plötzlich seine Obstgelege nicht mehr abtöten würde. Das wäre eine Katastrophe. Der Markt würde überschwemmt, es würden viel mehr Tiere ausgesetzt werden. Und man kann letztendlich sagen, das gehört einfach zur Schneckenhaltung dazu. Auch wenn man eben diese Tiere hat, die nur weniger Eier legen, weil es wird der Moment kommen, da werdet ihr ein altes oder krankes Tier abtöten müssen. Das ist einfach so. Ne?
wir können uns da gegenseitig ein bisschen trösten. Sitzen ja, alle genau, im selben Boot. Genau, ihr könnt immer gerne posten. Ich habe gerade mein erstes Gelege eingefroren, mir geht's so scheiße. Genau. Alles verständlich. Wirklich. Ja. Das haben wir alle durch. Richtig, da hat, glaube ich, jeder Verständnis und jeder, der kein Verständnis hat, der kriegt auch Ärger. Ja. Also, nee, wirklich, das ist völlig okay. Ihr könnt euch schlecht fühlen. Ja. Ihr könnt Gelege übersehen. Ihr könnt ein sterbendes Tier haben und es passiert alles. Ihr seid dann nicht unbedingt schuld. Und selbst wenn, niemand ist perfekt. Genau. Alles also, ich finde, Schuld ist sowieso mal ein sehr, sehr schwieriges Schuld ist ein Wort. Ja. Ich meine, mir ist auch mal eine Schnecke runtergefallen und die ist gestorben. Das war ich auf der einen Seite schuld, aber auf der anderen Seite, das ist menschlich. Das ist ein Unfall. Ja, genau. Das ist einfach ein Unfall. Ich habe mich schlecht gefühlt, das ist total blöd. Hm. Aber ja, es passiert und da muss man sich nicht schämen. Ja, und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagt, ich kann das nicht. Ich gebe die Tiere wieder ab oder ich hole mir erst gar keine. Es ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt auch einfach nur Bilder bei uns gucken, weil Schnecken genau. toll sind, die ihr töten könnt. Das ist völlig okay. Ja, gibt es auch schon mal welche, die sagen, oh, ich habe mich dazu entschieden, doch keine zu holen. Ich kann einfach nicht töten. Aber ich finde Schnecken so toll. Die interessieren mich trotzdem. Man muss sie ja nicht halten. Es ist okay. Ja. Es ist immer wieder ein schwieriges Thema, was auch sehr, sehr hitzige Diskussionen auslöst. Und wo man einfach merkt, dass viele an ihre Grenzen kommen und auch viele Einsteiger sich fragen, gibt es da nicht irgendwie eine andere Methode? Weil das klingt natürlich, wenn wir sagen, ihr müsst die einfrieren oder kochen oder whatever, das klingt schon ein bisschen primitiv eigentlich. Finde ich. Auf der anderen Seite möchte ich einer Schnecke auch keine Spritze geben müssen. Also jetzt, das klingt jetzt bescheuert, aber so macht man es ja halt bei vielen Tieren. Stelle ich mir jetzt auch nicht leichter vor. Ja. Ich glaube, dann haben wir aber alle Methoden durch, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben eine vergessen, aber vielleicht fällt uns das noch ein. Ich wüsste jetzt nichts, aber... Ja. Und falls irgendjemand mal so ein Ohrwurmgehäuse hat, so ein richtiges von einer richtig fetten Acharatina marginata irgendwas, muss nicht Ohrwurm sein, von einer richtig großen, die er gern loswerden will, bitte mal unter den Autoreifen legen und filmen. Das interessiert mich wirklich brennend. Ich wollte das immer machen. Ich stelle mir das gerade vor, wie das Auto da drüber fährt und das Häuschen einfach dann noch da liegt. So. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Ja, je nachdem, wenn wie das passiert, liegt. Ja. Wenn das passiert, dann versuchen wir es mit dem LKW. Ja, hast du einer so ein Auto, haben wir, aber LKW ist schon schwierig. Also ich wüsste jemanden mit LKW. Okay. Ich habe nur kein Häuschen euch abgeben. Ja, aber das interessiert mich brennend, weil wir hatten vor längerer Zeit mal die Diskussion, dass man die halt kaputt schlagen sollte. Mhm. Und eigentlich sind wir uns ja einig, dass das bei erwachsenen Tieren nicht so einfach ist. Na, wie gesagt, wir haben da mit dem Hammer drauf eingeschlagen und dieses Gehäuse ging nicht kaputt. Und das war nur eine Lissacharthina alisa. Die haben ein dünneres Gehäuse als so Acharatina marginatas. Und das ist so bekloppt und dann fällt die einmal runter und zack, bricht da irgendwas aus dem Häuschen, ne? Das ist total bescheuert. Das war wahrscheinlich eine ungünstige Stelle dann. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht musst du es irgendwie einpieksen und dann draufhauen, ich weiß es nicht. Ich mach das ja nicht mehr. Aber bei einer lebendigen Schnecke, bei einer leeren, bei einer lebendigen würde ich jetzt auch solche Experimente nicht machen. Wobei ich ja immer wieder sage, ich biete das ja eigentlich an, die Tiere zu präparieren. Weil es gibt ja immer mal wieder Tiere, die zum Beispiel so Ödeme haben oder sowas. Ne? Und dass man mal einfach sagt, komm, wir gucken mal rein, wir schneiden einfach mal auf und gucken mal rein. Ne? Das trauen sich die meisten Halter halt nicht zu. Und das größte Problem an dieser Sache ist halt eben, dass für die meisten das Einfrieren das Mittel der Wahl ist, um das Tier eben zu erlösen. Und wenn du das Tier dann eingefroren hast, dann kannst du es halt danach nicht mehr präparieren. Na, ich auch verstehen, dass man dann trotzdem keinen anderen Weg wählen möchte. Ne? Ja. Ja.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt einige Tötungsmethoden. Es ist im Endeffekt egal, welche man wählt, weil ja, man weiß einfach nicht, was die Schnecke jetzt genau empfindet, fühlt, und deshalb sucht euch einfach irgendwas aus, was für euch und euer Gewissen noch okay ist, und ja, Hauptsache man macht's, vor allem bei ungewollten Gelegen. Genau, und lasst euch nicht bequatschen. Genau. Und vielleicht zum Schluss noch, es ist auch völlig unlogisch und die Schnecke hat da überhaupt nichts von, aber mir hat es am Anfang unheimlich geholfen, wenn ich mich einfach bei dem Tier entschuldigt habe, dass ich das mache. Oh, ja. So fürs Karma irgendwie. Ja, ist alles erlaubt. Es ist alles absolut erlaubt. Gut. Nächstes Mal wieder ein fröhlicheres Thema. Ja. Wir haben noch nicht drüber geredet, ne? Aber wahrscheinlich. Doch, wir machen jetzt nicht noch so ein Hammer-Thema danach. Sag ich jetzt mal ganz frech. Schlaft gut. Genau. Ja. Folgt uns, schreibt uns, falls ihr noch Themen, Ideen habt, die wir unbedingt besprechen müssen. Schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse schneckensprint@gmail.com. Wir haben jetzt auch eine Instagram-Seite. Also wenn ihr das hört, haben wir die schon länger. Also wir haben jetzt auch eine Instagram-Seite, Schneckensprint, oder auf Facebook Schneckensprint, oder kommt in unsere Gruppe, Achatschneckenteam. Da gibt es auch nochmal ganz, ganz viele Infos und ganz viele nette Leute, die euch dabei betreuen, eure ersten Gelege abzutöten. Und wir sitzen alle im selben Boot, wir können uns da austauschen und keiner ist euch böse. Alles ist gut. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!